Hallo lieber Assassin's Creed 3 Remastered Zocker, hier das nächste Trophy-Video von mir. Diesmal kümmern wir uns um das Minispiel Bowls aus der Siedlung für die Trophy der Spieler, in welcher man drei Minispiele gewinnen muss. Zum einen Fanorona, dann Mühle und das ist jetzt das letzte hier Bowls. Die anderen beiden Videos habe ich auch schon online gestellt. Falls ihr euch wundert, wie man das Ganze startet, ihr müsst ihr erstmal einige Siedlungsmissionen beenden und nachdem ihr hier diese Siedlungsmission beendet habt, Bowls Anfänger, könnt ihr dann Bowls üben. Also es ist einmal ein kleines Tutorial, zählt aber nicht für die Trophy. Ja, nach dieser Siedlungsmission Bowls Anfänger könnt ihr dann hier Bowls Fortgeschrittener spielen. Das zählt dann auch für die Trophy. Ja, Location habt ihr jetzt gesehen, Siedlungsmission auch. Dann starten wir hier das ganze Spiel. Spielmechanik an sich ist nicht sonderlich schwierig. Ja, also wer als erster 5 Punkte hat, gewinnt. Das war mir anfangs nicht ganz so klar. Ich habe jetzt hier ja, angewählt, dass ich den ersten Wurf mache. Man kann hier zwei verschiedene Würfe machen. Ja, kann man dann mit Kreis wechseln. Einmal einen etwas härteren und flacheren und einmal einen etwas höheren. Ich habe hier ein bisschen gewechselt, habe aber relativ oft hier mit diesem hohen Wurf gespielt. Vom Radius her ist es so, wenn das Ganze jetzt hier gleich blinkt, beziehungsweise wenn ich werfe, werde ich darauf nochmal näher eingehen. Ja, es ist so von der Spielmechanik her, ja, ihr könnt euch hier auch bewegen mit dem linken Stick, also wenn ihr ein bisschen schräger werfen wollt, beziehungsweise eine etwas andere Sicht haben wollt. Und wenn ihr jetzt hier diesen kleinen blinkenden Radius seht, wenn ihr einmal X drückt, ja, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass hier dieser Radius möglichst klein ist aus meiner Sicht. Ja, hat ein bisschen mit Übung zu tun, ist aber nicht sonderlich schwer. Und je kleiner der Radius ist, desto präziser werden eigentlich die Würfe, beziehungsweise desto kürzer fliegt eigentlich dann die Kugel. Ja, klar, Ziel des Spiels ist es, möglichst nah hier an diese rote Kugel ranzukommen. Ja, der Wurf war jetzt hier wieder okay, da habe ich zwei im Ziel. Ja, von der Spielmechanik her ist es dann so, dass immer der nochmal werfen muss, der dann nicht am nächsten an der Kugel dran ist, so wie er jetzt. Also er hatte nicht die nächste Kugel dran, muss jetzt hier noch einen Wurf machen. Ja, man hat insgesamt, wie ihr an der linken Anzeige seht, vier Würfe jeweils pro Runde. Ich habe jetzt hier noch einen übrig. Ja, seine Kugel ist jetzt hier noch am nächsten dran, stand jetzt. Das Gute ist, dass ich ihn halt immer unter Druck setzen konnte, so dass ich jetzt hier noch den letzten Wurf übrig habe. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig im Spiel. Und dann seht ihr hier, dass meine beiden Kugeln am nächsten dran sind. Dadurch habe ich jetzt zwei Punkte gewonnen. Ihr seht oben links zwei Punkte. Fünf braucht man, um das Spiel zu gewinnen. Ja, hier kann ich jetzt vielleicht noch mal näher drauf eingehen. Also er fängt an zu werfen. Natürlich automatisch seine Kugel am nächsten dran. Mein Ziel ist es jetzt, dass mit diesem Wurf halt meine Kugel am nächsten dran ist. Ansonsten kriege ich sozusagen so eine Art Strafwurf. Das Ganze würde so lange weitergehen oder ich müsste so lange werfen, bis meine Kugel am nächsten dran wäre. Wäre natürlich dementsprechend ganz, ganz schlecht, weil er dann die letzten drei Würfe hätte, sodass er dann alle Kugeln von mir ja, wegpitchen könnte oder seine Kugel näher ans Ziel bringen könnte. Ihr seht, seine Kugel ist jetzt am nächsten am Ziel, so dass ich wieder direkt dran bin. Also er setzt mich hiermit natürlich dann unter Druck, war ein relativ guter Wurf. Na, ich habe so gemacht, ich habe immer am meisten Stück dann vor der roten positioniert, mit relativ geringem Tempo, mit diesem kleinstmöglichen Radius halt, dass die Kugel nicht so weit fliegt. Und habe immer es so eingestellt, dass möglichst seine Kugel, dass ich die dann auch noch dabei ein bisschen wegdrücke bei dem Wurf, so wie jetzt. Ja, jetzt ist meine am nächsten dran, er hat jetzt noch zwei Würfe. Das war jetzt ein sehr schlechter Wurf. Meine ist immer noch am nächsten dran, also muss er nochmal werfen. Das ist jetzt hier sein letzter Wurf. Damit ist er sehr, sehr nah dran. Aber ihr seht jetzt oben links, ich habe noch zwei Würfe. Das ist natürlich eine sehr, sehr komfortable Situation. Und danach werden dann ja die Kugeln gezählt, die am nächsten dran sind. Oder gegebenenfalls auch die Kugel. Jetzt war es hier mit dem ersten Wurf erstmal. Ja, habe ich natürlich erstmal vorgehabt, seine möglichst weit wegzudrücken. Ja, so dass ich auf jeden Fall schon mal eine Kugel hier ganz, ganz safe ins Spiel bringe. Das ist mir dann hier sehr, sehr gut gelungen. Also jetzt sind meine beiden Kugeln, die hier leuchten, am nächsten dran. Ja, das ist sozusagen jetzt hier schon mein Matchball. Jetzt habe ich hier natürlich geguckt, dass ich hier noch reinkomme, dass ich vielleicht sogar noch die dritte Kugel ins Ziel bringe.
Auch das ist hier mir sehr, sehr gut gelungen. Dadurch habe ich 3 Punkte gekriegt. 2 in der ersten Runde, 3 in der zweiten, macht 5 Stück. Somit habe ich das Spiel gewonnen. Genau hier hatte ich auch die Trophy dann erhalten. Der Spieler, wie gesagt, von Orona und Mühle, wenn ihr da Probleme habt, habe ich auch schon online gestellt. Das war's von mir. Abonniert meinen Kanal für weitere Videos. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und tschüss.